Der Kombisensor vom Trapmaster funktioniert so, dass der Magnet im fängischen Zustand in der Nähe dieses Metallzylinders sein muss. Der muss ihn gar nicht unbedingt berühren, man kann ihn natürlich auch dran heften. Aber sobald der in der Nähe von diesem Metallzylinder, die vordere Hälfte hier vorne ist aktiv, sich befindet, wird die Überwachung automatisch aktiviert. Wir können das mal probieren, wenn man hier in die Nähe kommt. So, jetzt ist der Melder aktiv und wenn ich den wegnehme, wird ein Fang ausgelöst. Alternativ kann ich, wie gesagt, den auch dran heften und dann abreißen. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests ganz bewusst gegen eine Abreißlösung vom Gehäuse entschieden. Das Abreißen eines Magneten vom Gehäuse hat immer eine ganze Reihe von Nachteilen. Zum Ersten ist durch das Abreißen die Positionierung des Melders bei Abreißlösungen eigentlich immer ein Kompromiss. Das Gehäuse muss einerseits so montiert werden, dass das Abreißen auf möglichst direktem Wege passiert, ohne die Schnur oder den Draht zu beschädigen oder zu verklemmen. Daher muss man den Melder dann also oft an Positionen montieren, die nicht ideal sind, weil man den Melder lieber unauffälliger oder weiter weg von der Klappe oder dem Schieber montieren würde. Zweitens, im Winter können Abreißlösungen Probleme durch Festfrieren machen. Wir haben das systematisch in etlichen Versuchsreihen getestet und immer wieder kommt es vor, dass sich zwischen der glatten Fläche des Magneten und der glatten Gehäusefläche ein dünner Wasserfilm bilden kann, der richtig schön gleichmäßig festfriert. Das kommt nicht immer vor, aber immer wieder. Und dann sind erhebliche Kräfte erforderlich, um das hier abzureißen. Dann haben wir bei Abreißlösungen eigentlich als finale Fehlerquelle immer noch, dass natürlich das Seil oder der Draht beschädigt werden kann. Mechanisch beschädigt, durch Durchnagen beschädigt, wie auch immer. Wenn also diese Verbindung zu dem Schieber oder zur Klappe dann unterbrochen ist, ist der ganze Melder blind. Und damit ist keine zuverlässige Überwachung mehr gewährleistet. Wir haben uns deshalb hier bei dem Kabel auch ganz bewusst für eine Öffnerfunktion entschieden, weil sobald die mechanisch unterbrochen wird, durchgenagt wird, was auch immer, kommt es zu einem Alarm, in dem Fall zu einem Fehlalarm, aber Sie wissen dann wenigstens Bescheid. Und wir haben uns für diese Lösung entschieden, weil es gibt zwei bevorzugte Montagearten. Bei Kastenfallen kann man mit einer berührungslosen Auslösung arbeiten. Da muss also der Magnet gar nicht dran sein, sondern kann an die Klappe geschraubt werden. Bei etlichen Betonrohrfallen ist ein Abreißen des Magneten tatsächlich die bessere Wahl oder ist einfacher zu installieren. Und dann kann man durchaus arbeiten mit einem guten Stahlseil meinetwegen und der wird angeheftet und dann hiervon abgerissen. Das ist kein Problem, insbesondere dann, wenn ich ein Stück Kabel habe, mit dem ich arbeiten kann, um die ideale Positionierung für das mechanische Abreißen sicherzustellen. Okay.